geben werden, ob Deutschland tatsächlich gegen staatliche Überwachung kämpft. Hello. Hallo. Thanks for the nice introduction. Danke für die nette Vorstellung. So, a lot was already said. Also vieles wurde ja schon gesagt. Ach, du bist der Meister. So 3 years ago, vor 3 Jahren, many of us were shocked, waren viele von uns schockiert, zu erfahren, dass wir nicht die paranoiden Menschen sind, die an Verschwörungstheorien glauben, sondern dass vieles von dem, was wir vermutet haben, der Wahrheit entsprach, dass die gesamte digitale Welt der totalen Überwachung unterliegt. Wie Edward Snowden gesagt hat, konnte von seinem Schreibtisch aus jeden Einzelnen überwachen. Und es geht nicht nur um die ernsthaften Dinge, es geht um jeden und alles. Es geht um Spiele, um Porn. Es geht um Menschen, die einfach nur Angry Birds spielen. Und darum, dass Menschen, die online Pornos gucken wollen, dies tun können, ohne im Nachhinein diskreditiert zu werden. Und alle beinhaltet auch unsere Kanzlerin Angela Merkel. Wir zeigen jetzt euch ein kurzes Video. With the reaction. Yeah. Mit Reaktionen. We need a full screen. Doppelpunkt, Doppelklick. Yep. Maybe some of the English people. Vielleicht kennen es manche der Englischsprachigen noch nicht, weil es nicht übersetzt wurde ins Englische, aber ihr könnt die Untertitel lesen. Der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung. Wir sind. Ja. Und nur einige Monate später wurde anderes publik. Und dann. Aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. That's a no-go. Das geht gar nicht, aber wir alle kennen das Narrativ der deutsch-amerikanischen guten Partner, engen Partnerschaft. Und es geht nicht nur um eine enge Partnerschaft im diplomatischen, sondern auch darum, eine enge Partnerschaft in der Spionage, der staatlichen Spionage zu haben. Und Edward Snowden hat sehr, sehr früh bereits darüber gesprochen, dass der BND und der NSA zusammen im Bett sein werden miteinander. Und jetzt geht es um die politische Reaktion nach Snowdens Enthüllung. Wie der Herald schon am Anfang angekündigt, also erzählt hat, gibt es den Untersuchungsausschuss. Es ist der einzige Untersuchungsausschuss, der nach den Snowden-Enthüllungen eingerichtet wurde. Der Deutsche Bundestag untersucht die Vorwürfe der Five Eyes, der großen 5 Geheimdienste und was sie getan haben im Namen des Staates. Der BND hat große Sorgen, dass sich dieser Untersuchungsausschuss genauer mit dem BND befasst und eigentlich genauer anguckt, was der tut und nicht nur, was die großen internationalen angloamerikanischen Dienste tun. Und das ist ja genau das, worauf sich der Ausschuss fokussieren will. Die Arbeit des Ausschusses ist ziemlich kompliziert, weil die erste Quelle dafür, die Primärquelle, Dokumente sind und es sind sehr, sehr viele Dokumente. Im Moment sind es 2400 Ordner von Dokumenten,
Und das summiert sich auf zu Millionen von Papierseiten. Und diese Millionen sind nicht so einfach lesbar, denn da ist manchmal eine ganze Menge Schwarz drauf auf so einer Seite. Es ist auch so, dass die Leute versuchen herauszufinden, was der BND eigentlich tut, zusammen mit den anderen Geheimdiensten. Und das können sie aber nicht sehen, weil es halt zu geheim ist, um dem Unterausschuss zugänglich gemacht zu werden. Ein Aspekt des Ganzen ist also, den BND, die Kanzler, die Minister zu fragen, gebt uns die Dokumente, wir wollen lesen, was ihr getan habt. Und zusätzlich dazu gibt es noch öffentliche Anhörungen von Zeugen und Experten im Bundestag, in den Räumen des Parlaments. Und dort gehen wir hin, um uns das Ganze anzuschauen. Streaming ist verboten, Aufnahmen sind nicht erlaubt, man kann sogar rausgeworfen dort und nicht mehr eingelassen werden. Aber vielleicht habt ihr gestern Abend das Theaterstück gesehen, denn die Öffentlichkeit kann dort hineinkommen. Sie sind so semi-publik, diese Anhörung, auch wenn keine Aufnahmen erlaubt sind. Wir gehen da einfach hin und wir schreiben das einfach selbst von Hand mit. Wir schreiben wirklich alles mit, alles, was die Regierung, was die Zeugen, was die Parlamentarier sagen. Das ist eine schwierige Arbeit, sehr anstrengend. Wir haben ausgedruckt, was wir gemacht werden, und wir haben 3 Ordner davon. Allein das, was wir geschrieben haben in den letzten 2,5 Jahren, das steht genau hier. Und nach unserem Vortrag, wenn ihr Interesse dran habt, dann kommt einfach hoch und ihr könnt dann eine Kopie von eurem Lieblingszeugenanhörung bekommen. Es geht aber nicht nur um das Aufschreiben, was da passiert. Wenn man dort nicht gewesen ist, wenn man nicht gesehen hat, dann ist es ziemlich schwierig, einen Eindruck zu bekommen. Was für Leute sitzen da eigentlich? Was arbeiten die in den Nachrichtendiensten? Und deswegen gibt es auch diese Zeichnungen von den Leuten, die dort aussagen vor der Kommission. Und weil Zeichnen ja nur 2-mal, 3-mal denselben Zeugen zeigen nicht so einfach, nicht so zielführend ist, gibt es ja auch Tonmodelle. Und da gibt es eine Ausstellung davon. Die ist, glaube ich, hier neben der Garderobe in den nächsten Tagen. Ja, wer sind diese Zeugen jetzt bei diesen Anhörungen? Nun, Zeuge Nummer 1 ist Edward J. Snowden, denn man braucht nicht so viel Gehirnschmalz dafür, um rauszubekommen, dass er eine wichtige Person ist, die relevante Informationen tatsächlich enthüllen könnte dafür und sagen könnte, was die Geheimdienste eigentlich tun. Aber möglicherweise habt ihr gehört, es gibt eine sehr große politische Auseinandersetzung. Er ist noch nicht angehört worden und es gibt nur noch 4 weitere Anhörungen im Januar und Februar. Und leider, so wie es jetzt aussieht, ist es ziemlich, also eine ziemlich niedrige Chance, dass er tatsächlich von dem Ausschuss überhaupt angehört wird. Und das bringt Leute dazu, dass sie nicht mehr an die Ernsthaftigkeit dieses Ausschusses glauben. Wir haben den Journalisten hier, der meint, die Politiker, die ihn einladen, sorgen sich sehr, sehr viel mehr um die Beziehung zur USA als um die Wahrheitsfindung. Ja. Aus Solidarität hat Journalist Glenn auch nicht ausgesagt vor dem Ausschuss. Ja, was haben wir aus all diesen Sachen jetzt mitgenommen? Nun, zuallererst, die Spionagedienste sind tatsächlich miteinander im Bett. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Mit den Five Eyes, mit den angloamerikanischen Diensten. Sie machen ganz ähnliche Sachen. Sie machen Massenüberwachung der digitalen Welt. Und die Deutschen biegen oder brechen tatsächlich das Recht, während sie so vorgehen. Es gibt ein paar von diesen schrägen Theorien, die sie dort veröffentlichen. Es gibt zum Beispiel diese Satellitenüberwachung. Da gibt es tatsächlich Einschränkungen, die das Gesetz dem Ganzen setzt. Das mochten sie nicht, also haben sie überlegt, wie umgehen wir das?
Und dann gibt es die Space Theory, wo die sagen, Satelliten sind ja eigentlich nicht in Deutschland. Die sind im Weltraum und deswegen können wir die ja abhören. Wir müssen uns nicht an deutsches Recht halten im Weltraum. Und das Schlimmste daran ist, dass die die Theorie nach den Veröffentlichungen von Snowden gemacht haben. Sie haben es eine ganze Weile gemacht. Dann haben sie gemerkt, das wird jetzt aber ungemütlich hier. Und haben darüber nachgedacht, wie erklären wir das? Und dann auf diese Weise. Also, die Theorie geht so, dass in Bad Aiblingen in Bayern, dort, wo die Satellitenkommunikation durchgeführt wird, dort soll das deutsche Recht nicht gelten, weil ja die Informationen aus dem Weltraum kommen. Das wird aber noch schräger. Es gibt nämlich noch tatsächlich virtuelles Ausland. Und der BND sagt, ja, wenn wir Glasfaserkabel überwachen, dann ist das ja ein virtuelles Ausland, weil wir technisch gesehen versuchen, internationale Datentransfers von dort zu bekommen. Und das heißt, für die schon wieder deutsches Recht gilt dort tatsächlich nicht. Und es wird noch schräger. Man kann das bis auf die Funktionstheorie übertragen, die dann tatsächlich sagt, wenn man in einer Funktion ist, nämlich man ist Deutscher und im Ausland, man arbeitet möglicherweise für die EU und man schreibt E-Mails, dann ist man nicht geschützt in seinen Grundrechten, denn man ist ja in einer Funktion, man ist ja nicht als Deutscher dort und damit gelten die Grundrechte für in diesem Fall nicht. So, was haben wir noch gelernt aus den Theorien der Geheimdienste, die eigentlich nicht durchhaltbar sind? Wir haben noch so einige andere Praktiken kennengelernt. Eine der Praktiken, die bekannt geworden ist, ist ICONA, die von 2003 bis 2008 praktiziert wurde. Es war eine Operation vom deutschen BND und der amerikanischen NSA. Es passierte in Frankfurt, in Deutschland. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie den Internetdienst, also die Internetdaten und Transferleistungen von der Deutschen Telekom überwacht haben. Und die Aussage war, naja, wir überwachen nur Ausländer, also nur Terroristen. Also meint man vielleicht, okay, gut, der Frankfurter Internet-Exchange-Provider ist vielleicht jetzt nicht so ausländisch. Und da kommen ganz viele Anbieter dort zusammen. Und wir haben herausgefunden, dass der BND Kabel von Wien nach Amsterdam und Brüssel nach Prag überwacht haben. Und da ist natürlich auch mal ein bisschen so die Frage, ob das überhaupt noch Terroristen sind und was überhaupt Terroristen sind. It says that the last three letters, like AIC, are, if you reverse them, it's CIA. And so it's a cooperation between the BND and the CIA, and they used like a German provider. Es gibt hier noch eine Operation, die so geheim ist, dass man nicht mal ihren Namen ansagen durfte. Und da geht es darum, dass Telefon- und Faxleitungen abgehört wurden. Eine weitere Operation, die wir, von der wir erfahren haben, ist, als Klaus Landfeld zu dem Untersuchungsausschuss kam und gesagt hat, nun ja, nachdem diese Operation ICONA und dieser Internetaustausch der Telekom abgehört wurden, dann kam der BND nochmal und sagte, okay, jetzt wollen wir den richtig großen Internetknoten in Frankfurt abgreifen. Und er sagte dort aus, ja, der BND kam an und sagte, ja, wir wollen das ganze Paket. Wir wollen alles, was da durchgeht, der gesamte Verkehr, der irgendwie da drüber laufen könnte, den wollen wir halt haben. Nach einigem rechtlichen Hin und Her wurde es ein kleines bisschen eingeschränkt, wegen rechtlicher Einschränkungen, die es damals gab. Aber die deutsche der deutsche Nachrichtendienst hat 6 deutsche Internetdienste ausspioniert. Anstatt dort hinzugehen, direkt zu den Provider zu gehen, zu sagen, wir wollen eure Daten, sind sie tatsächlich in den Netzknotenpunkt gegangen und haben dort abgegriffen. Eine weitere Operation, die Affenschulter, Monkey Shoulder,
nennt, heißt die, wo der Verdacht besteht, dass es nach einem Whisky benannt wurde. Und was sie mit der Mission versucht haben, ist, dass sie zur Deutschen Telekom gegangen sind und versucht haben, die Rohdaten abzufangen und das an weitere Geheimdienste auszuspielen. Und das war eine Mission oder ein Vorgehen, von dem die Kanzlerin nicht informiert worden ist. Oder zumindest wird öffentlich gesagt, dass sie nichts davon wissen. Es ist ein Unterfangen, was in 2012 gestoppt wurde, nachdem Snowdens Enthüllung publiziert worden. Der Untersuchungsausschuss hat also vergangene Prozedere untersucht. Aber von anderen Operationen, unter anderem zum Beispiel Warp Drive, die der BND mit dem NSA zusammen macht. Aber wir wissen nicht genau welches, wir wissen nicht genau was, welcher Provider attackiert wurde. Wir wissen nicht, ob es vorbei ist, wir wissen nur den Namen und uns würde auf jeden Fall interessieren, alles, was da an Informationen noch draußen irgendwo ist über diese Operationen. Und es gibt viele, viele andere Operationen, die untersucht werden, aber ihr seht wieder, alles ist geschwärzt. Wir bekommen nur Informationen über Operationen, die beendet wurden, die nicht mehr fortgeführt werden. Wir bekommen also nur Informationen, was eben gestoppt wurde, aber wir wissen nicht, was aktuell noch durchgeführt wird. Und genauso ist es im Untersuchungsausschuss. Sie können nur das ansprechen, was von den Five Eyes, also den anglosprachigen Sicherheitsbehörden getan wird. Und im Grunde genommen gibt es wahnsinnig viel mehr, was dort noch laufen kann, weil der Untersuchungsausschuss eben einen spezifischen Fokus hat. Und auch die Mitglieder des Untersuchungsausschusses dürfen keine Erfahrung darüber haben, was dort ausgeschwärzt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile bin ich sehr gelangweilt von Iconal und Glutaik, weil mich interessiert, was jetzt gerade passiert. Und das Problem ist, dass das natürlich nicht Ziel des Ausschusses ist, zu untersuchen, was jetzt aktuell gerade getan wird. Das ist einer der beliebtesten Slides, die im Untersuchungsausschuss verwendet wird. Es geht um eine Operation, die nennt sich Rampart A. Und es sieht aus, als ob die NSA lokale Partner in anderen Ländern sich sucht und die das tatsächliche Bespitzeln machen für sie. Und ich glaube, das war bisher immer so eine Theorie, aber das ist mittlerweile bestätigt, dass der BND zu Internet-Providern gegangen ist, Exchange-Providern gegangen ist, Informationen gesammelt hat, diese Informationen in Rohform an die NSA weitergespielt hat, also deutsche Mitbürger, also deutsche bespitzelt hat und diese Daten einfach so weitergegeben hat. Und eine Frage, die das Committee, die der Ausschuss nach wie vor nicht beantwortet hat, ist, ob der NSA wesentlich mehr bekommen hat, als der Öffentlichkeit bisher bekannt geworden ist. Da gibt es X-Keyscore, das ist quasi das Google der NSA. Und das wird von dem deutschen Nachrichtendienst verwendet. Das wird in Bad Aibling seit 2009 eingesetzt. Es gab einen Vorgänger, der seit 2007 lief. Und es wird auch in anderen Außenstationen benutzt. Wir haben nur diesen sehr nebligen Aussagen darüber, dass es so einen Testmodus zumindest gibt, der von läuft. Und dieser sogenannte Testmodus läuft also auch bei unseren Inlandsgeheimdiensten. Es gibt tatsächlich einen Vertrag, der veröffentlicht wurde, wie Sie das von der NSA bekommen haben. Sie haben es umsonst bekommen. Sie mussten nichts dafür bezahlen, zumindest kein Geld. Und es gibt da möglicherweise einen Deal. Wir geben euch das gesamte Equipment und ihr gebt uns die Daten, die ihr daraus bekommt. Als der Name X-Keyscore in den Enthüllungen rauskam, dann waren alle ziemlich aufgeregt, weil das eine der richtig großen Enthüllungen war. Und die deutschen Politiker sagten, das sind die Amerikaner, die machen krasses Zeug, wir würden das natürlich nie machen.
Es kam dann aber raus, dass Jahr für Jahr der BND das exakt selbe Werkzeug auf dieselbe Art verwendet hat. Ein weiteres Werkzeug, das noch weiter jenseits geht, was die NSA macht, ist Verus. Das hat der BND zusammen mit der Bundeswehr entwickelt. Und das sammelt Metadaten. Metadaten von Kommunikation, wer mit wem, also diese ganz klassische Datensammelzeug. Und das Besondere an diesem Werkzeug ist, dass es alle Metadaten des gesamten Nachrichtenverkehrs über ein Glasfaserkabel geht. Es wird überhaupt nicht ausgewählt oder nicht mal ein bisschen ausgewählt, dass man einen bestimmten Teil nur haben möchte. Oder dass offensichtlich deutsche Kommunikation weggeworfen wird. Und wir haben herausgefunden, dass die NSA 3, 4, 5 Schritte tief in die Metadatenkommunikation hinein sammeln kann. Der BND sammelt aber tatsächlich alle Ebenen der Metadaten. Es wurde bis jetzt mal so zugegeben, ja, wir nehmen so 6 Ebenen vielleicht davon. Es gab ein Experiment dazu. Gibt es dieses Six Degrees of Separation oder dieses kleine Weltphänomen-Experiment, dass man über nur 6 Verbindungen zwischen Menschen jeden anderen Menschen auf der Welt kennt. Und der BND sammelt also Daten, die Verbindungen über 9 oder 10 Schritte zwischen Menschen, Verbindungen zwischen Menschen erlauben. Das ist ziemlich interessant für uns, dass der BND überhaupt nicht keine Einschränkungen bei der Erfassung von Metadaten hat. So, das ist ja nun eine Hacker-Konferenz. Wir würden ja nun keinen Vortrag hier bekommen, wenn wir nicht noch ein bisschen was veröffentlichen würden, was vorher nicht öffentlich war. Also haben wir hier ein tatsächliches Top-Secret-Geheimnis. Wir kennen die Männer der Metadaten, die gesammelt sind für die verschiedenen Außenposten des BND. Und es sind 2 Millionen Metadaten am Tag, die für 10 Jahre festgehalten werden. In Bad Aibling, das ist der berühmteste Außenposten des BND in Deutschland. Dort werden 5 Millionen Datensätze an jedem einzelnen Tag gesammelt und über 3 Monate aufbewahrt. Rheinhausen haben wir hier 15 Millionen Datenpunkte an jedem einzelnen Tag und diese werden 6 Monate vorgehalten. Garblingen, wir wissen nicht sehr viel über diesen Standort, aber er sammelt 180 Millionen Metadaten an jedem einzelnen Tag und hält diese für ein gesamtes Jahr vor. Und in Pullach, die BND-Zentrale, das aktuelle Hauptquartier, sammelt 20 Millionen Datensätze an jedem einzelnen Tag und hält diese für 10 Jahre vor. Und das ist interessant, weil dieser Standort Daten sammelt, die von Daten von Glasfaserkabeln abgreift. Und wenn man das mal ausrechnet, dann landet man bei 220 Millionen Datensätzen, die an jedem Tag gesammelt werden. Und dann kann man sich ja fragen, was macht der BND mit diesen Daten? Behält er die? Nee. Das tut er natürlich nicht. Ja, natürlich behalten sie es, aber sie behalten es nicht nur. Und hier gibt es eine Zahl, das sind die Metadaten am Monat, die tatsächlich an die rausgegeben werden. 1,3 Milliarden Datensätze. Das sitzt nicht auf irgendeinem Daten, wo die NSA einfach zugreift, sondern es wird direkt so, wie es ist, auf die NSA-Hardware übergeschoben. Metadaten werden im Grunde genommen bei jeder Form der Kommunikation aufgezeichnet, bei jeder Kommunikation, die stattfindet. Der Inhalt von E-Mails und Anrufen, dabei werden da halt einzeln ausgewählt. Aber also auf Basis von identifizierenden Faktoren, also IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern. Aber es gibt auch noch weitere, so wie Kreditkartennummern,
viele Faktoren, die als Auswahlfaktoren verwendet werden. Und sobald sowas also sozusagen als Alarm anschlägt, wird weiter reingeguckt in die Kommunikation. Und es gibt 14 Millionen Auswahlfaktoren, die innerhalb des Systems wirken und greifen und die Kommunikationskanäle abfischen und abgrasen. So-called German or EU interests. After the BND looked into what the hell is, are these things that the NSA. Bei 40.000 davon hat man gesehen, die widersprechen direkt den EU oder den deutschen Interessen. Man hat also gesehen, dass das tatsächlich gegen uns arbeitet. Und was ist eigentlich gegen diese Interessen? Das wurde überhaupt erstmal nachgeschaut nach den Snowden-Veröffentlichungen. Man hat angefangen, sich das auf verschiedenen Außenposten mal anzugucken. Die wussten auch nicht unbedingt was voneinander. Und das ist seltsam, denn sie wussten eigentlich über diese kritischen Selektoren lange, lange vorher Bescheid. In 2005 war das. Der BND fand damals heraus, dass es Selektoren gab, diese Auswahlkriterien über EADS, über den Eurocopter, über europäische Industrie. Und die amerikanischen Dienste wollten, dass europäische Firmen ausspioniert werden. Und das sind Firmen, zum Teil deutsche Firmen, die aber in die ganze Welt oder in die ganze Welt Waffen und Ähnliches liefern. Aber sie dürfen natürlich, die BND darf sowas natürlich nicht ausspionieren. Sie haben es aber gemacht für die NSA. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses sind allerdings ihnen es nicht gestattet, sich diese Selektorenliste anzuschauen. Sie können nicht sehen, was eigentlich verwendet wurde, um für die NSA gegen deutsche und gegen europäische Interessen zu spionieren. Es gab einen Vertrauensmann, der eingesetzt wurde, allerdings ein Vertrauensmann, den die Regierung eingesetzt hat, nicht der Untersuchungsausschuss. Und das ist seltsam, weil ja natürlich die Regierung dafür verantwortlich ist, was der BND falsch macht. Der schrieb einen Bericht und sagte ja dieses und jenes. Es gab so eine öffentliche Version, die keine konkreten Selektoren benannt hat. Und er nahm eigentlich übernahm eigentlich die Aussagen des BND in seinem Bericht. Und der BND hat im Grunde selbst herausgefunden, dass 40.000 dieser Selektoren gegen deutsche und EU-Interessen sind. Und nun sagte der Untersuchungsausschuss, ja, jetzt wo es rausgefunden hat, wir wollen die Selektoren jetzt sehr gerne sehen. Die Kanzlerin sagte allerdings, nein, weder der Untersuchungsausschuss noch andere Kontrollinstanzen, eigentlich niemand außer dem Kanzleramt und dem BND selber. Und dieser besondere Vertrauensmann dürfen diese Selektoren einsehen. Die Opposition im Parlament und die sogenannte G10-Kommission haben versucht, Druck auszuüben auf die Regierung, damit sie diese 40.000 Selektoren, diese bekannten Selektoren, also die von denen bekannt ist, dass sie gegen Interessen sind, die einzusehen. Aber diese Fälle sind alle nicht durchgekommen, aus formalen Gründen. Die formalen Gründe haben dabei gewonnen. Also niemand wird sehen, was dort steht, bis irgendwer das vielleicht liegt. Aber da sind nicht nur NSA-Selektoren, sondern auch BND hat auch eigene Selektoren, die ihre eigenen Interessen reflektieren. Also wählen sie Selektoren, die sie selber interessant finden, und dann haben sie ihre eigene Liste von Selektoren. Das sind insgesamt 3.300. Und man könnte vermuten, dass der BND diese Selektoren im deutschen Interesse und aus deutschem Interesse heraus wählt. Aber auch solche Selektoren richten sich gegen deutsche und EU-Bürger. Wir können nur die 3.300 sehen, die deaktiviert wurden nach dem Untersuchungsausschuss. Aber alles andere wissen wir nicht. Wir wissen nicht, die noch aktiv sind. Was wir wissen, ist, dass der BND den französischen Außenminister untersucht, den Ausschuss, Untersuchungsausschüsse. Der BND spioniert andere NATO-Mitglieder aus, den internationalen Wirtschaftsfonds.
den internationalen Gerichtshof in Den Haag, die Gesundheitsministerium an OPEC, auf den sie spionieren den Kinder, das Kinderhilfswerk aus. Und das ist nur eine kleine Auswahl für Leute, die man untersuchen möchte. Und dann gibt es all die anderen Dinge, die auf einmal als Beifang mit dabei landen. Also wenn jemand mit jemandem kommuniziert, das ist natürlich, den man ausspioniert, das ist natürlich Kommunikation, die auch mitgezeichnet wird. Und der BND hat beispielsweise John Kerry ausspioniert, Hillary Clinton, als sie Außenministerin war. Und der BND hat auch eine deutsche Journalistin ausspioniert, die mit einem afghanischen Mitbürger in Kommunikation war. Und das ist untersagt, das ist rechtlich illegal, außer es gibt einen spezifischen Grund. Und außerdem behauptet der BND, dass er angeblich alle deutschen Kommunikationen ausfiltert aus ihrem Fangsystem. Aber dieses System funktioniert natürlich nicht so einwandfrei und es ist einfach in seinen Anfängen und im Grunde genommen funktioniert dieser Filter nur auf der Basis, dass es Telefonnummern und Kommunikationen ausfiltert, die mit +49, also der Vorwahl für Deutschland, ausgehen oder wenn man im Internet kommuniziert, wenn man eine so E-Mail-Adresse hat, die auf .de endet, aber wenn man eine .com hat, dann ist es so schlecht, dann wird man nicht ausgefiltert. Das heißt, diese Selektoren, die Filterselektoren, die dort angewendet werden und die greifen, sind natürlich sehr krude und in keiner Art und Weise gewährleisten können, dass wirklich deutsche Kommunikation in diesen Situationen ausgefiltert wird. Und sie filtern auch, wenn es wird auf Deutsch gesprochen, das ist auch deutscher Beifang, aber auch das ist nur möglich, wenn sie schon was gefunden haben und schon was mitgezeichnet haben, und das ist eigentlich auch schon egal. Und alle behaupten immer, dass dieser Filter funktioniert und tatsächlich greift. Und dann bin ich zur Regierung gegangen und da habe gesagt, Entschuldigung, wir haben eine .org-Adresse und wir kommunizieren auf Englisch und wir benutzen als Browser Tor und ich bin Deutscher. Und als Antwort habe ich bekommen, naja, Pech gehabt. Und für Netzpolitik.org gibt es noch was anderes, was nicht so gut wirkt. Und wir sind aber nicht die Einzigen, sondern auch die Feuerwehr in Ingolstadt ist da auf so einer schwarzen Liste gelandet. Wir konnten nicht ganz rausfinden, warum, aber dieser Filter ist tatsächlich keine Erfindung der BND. Sie behaupten immer, sie hätten den Filter, der Filter funktioniert und wir haben auch ein Zertifikat und wir haben das, der Deutsche Informationsdienst hat das zertifiziert, es funktioniert, aber der das zertifiziert hat, hat gesagt, naja, also sie haben mir eine Maschine gegeben und ich wusste nicht so ganz, was ich damit machen soll, also habe ich einfach nur das Handbuch gelesen. Und das klang gut und dann habe ich gesagt, es ist in Ordnung, was die machen. Und am Ende kam dann heraus, dass der Zeuge hat dann gesagt, naja, also das, was die Maschine macht, wissen eigentlich nur der BND und Gott selbst. Und das gilt hier als Basis für die Erstellung eines Zertifikats. Und dann haben wir uns überlegt, was sind eigentlich die Zahlen? Was sind die Zahlen, die rausgefiltert werden, weil sie Deutsche sind? Und da waren so Zahlen von 95% und 99%. Und das klingt irgendwie, als wären das ganz viele und das klingt eigentlich ganz gut. Und wenn man sich die Zahlen dann aber genauer anguckt, stellt man fest, dass man Terabytes über Terabytes hat und Millionen von Verbindungen. Und wenn man diese Millionen und Terabytes sich tatsächlich anguckt und sich dann 99% davon anguckt, dann sind das jeden Tag eine Masse an Grundgesetzverletzungen, die dort stattfinden, die der BND sammelt und an die NSA weitergibt. Und das hat ernsthafte Konsequenzen, wie Drohnenattacken und Drone-Strikes. Und ich meine, wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr euch den Talk von gestern angucken über das globale Drone-Netzwerk und was
was tatsächlich passiert auf Basis dieser Metadaten, die abgefangen werden. Und in Verbindung mit diesen Drohnen steht natürlich auch der die US Army Base Rammstein. Und er hat gestern in seinem Talk schon gesagt, wie wichtig Rammstein ist für das gesamte Drohnenprogramm der USA und sagt ganz klar gesagt, sie könnten ohne diese Basis in Deutschland die Operationen, die sie durchführen, überhaupt nicht durchführen. Und hier sehen wir General Hayden und ihr kennt wahrscheinlich alle seinen berühmten, sein berühmtes Zitat, wir töten Menschen mit Metadaten. Und da ist, gibt es das, was ich von der NSA, was Signature Strike heißt. Und die US-Amerikaner wissen letztendlich gar nicht, wen die Namen der Menschen, die sie mit Drohnenschlägen töten, sondern im Grunde genommen wissen sie nur Metadaten von Leuten, die aussehen und auf Metadatenbasis zu wirken, als wären sie ein Ziel, das man ausschalten müsste. Und der Ansatz ist eben, wenn man genug Metadaten hat, dann braucht man eben keinen Inhalt. Und offensichtlich braucht man auch auf Basis der Metadaten, reichen genug Metadaten aus, um jemanden ohne Gerichtsverfahren einfach eben einen Kopf kürzer zu machen. Und geben diese Informationen an die US, wo sie das für ihre Drohnen-Wars können. For example, they used refugees as an information source. Und es gibt alles Mögliche, was verwendet wurde als Ressource für Quellen, unter anderem auch Flüchtlinge. It was a cooperation with the Defense Intelligence Agency, so the military. Das war allerdings eine Kooperation mit dem militärischen Abwehrdienst der USA. Und auch die haben die Informationen vom BND erhalten. Sie hatten aber auch die Menschen des amerikanischen militärischen Abwehrdienstes direkt drin sitzen in diesen Anhörungen. Und die haben zum Teil die Flüchtlinge zum Teil auch alleine befragt. Es gibt also überhaupt keine Kontrolle, was mit diesen Daten passiert ist. Da wurden Telefonnummern erfragt und Ähnliches. Eine weitere Untersuchung, die vom Bundesbeauftragten für Datenschutz angeschlossen wurde, sie ging nach Bad Aibling, schaute sich einen einzigen Außenposten an und hat einen 60-seitigen, sehr geheim eingestuften Bericht geschrieben, der zumindest so lange streng geheim war, bis wir die kompletten 60 Seiten auf Netzpolitik.org veröffentlicht haben. Und in diesem Bericht hat sie herausgefunden, dass sie 18 ernsthafte Verstöße gegen die Verfassung, gegen die deutschen Gesetze allein in Bad Aibling durchgeführt hat. Und um zu zitieren, das sind also Verstöße von allerschwerster Signifikanz und berührt die Kernarbeit des BND. Das geht eigentlich kaum schlimmer auszudrücken. Und sie ist ein Mitglied der konservativen Partei in Deutschland. Und darüber hinaus gab es 12 Beschwerden. Das klingt nach nicht viel, aber das ist eine der stärksten Waffen in der Datenschutzbeauftragten. Und sie hat gesagt, in diesen 12 Fällen hat er sich der BND ganz stark über seine Kompetenzen hinweggesetzt, hat also keine Erlaubnisse eingeholt, bestimmte Daten zu erheben und diese Daten müssen sofort gelöscht werden und nicht wiederverwendet werden. Der BND hatte sofort 7 Datenbanken oder hätte sofort 7 Datenbanken zu löschen, inklusive XK-Score. Funktioniert das? Nein, denn es gibt andere Politiker, wie den Herrn Schipanski hier, der gesagt hat, ach ja, dieser Bericht dort, ja, der ist geheim. Und das ist auch ihre persönliche Meinung. Wir haben eine andere Meinung. Die Regierung wird einfach weitermachen, was wir denken, das notwendig ist. Das sind also all die Dinge, die wir herausgefunden haben. Die Frage ist, was ist das Ergebnis des Ganzen jetzt? Eine Sache, die wir deutlich sehen, ist, jeder Skandal um diese Spionagedienste hat mehr Kompetenzen für diese Dienste gebracht. Es gab tatsächlich auch mal eine Transparenzinitiative, weil all die Geheimnamen der BND-Außenposten plötzlich auf der Wikipedia auftauchten. Ja gut, na, dann können wir eigentlich tatsächlich mal eine Metallplakette außen anbringen. Ein anderes Resultat war, der BND-Präsident wurde ausgetauscht, Gerd Schindler wurde ausgetauscht gegen Herr K. Es gibt einige etwas ernsthaftere Ergebnisse, zum Beispiel das BND-Gesetz.
Es wurde ein neues Gesetz erlassen, das sehr, sehr viele Schwächen hat. Zum Beispiel die ausländischen Geheimdienste in Deutschland sind nicht, denen ist nicht wirklich erlaubt, dass sie in Deutschland Sachen abgreifen dürfen. Sie dürfen jetzt nur Heimnetzwerke angreifen. So, das heißt technisch, dass sie jetzt nicht ein Glasfaserkabel, sondern 100% eines gesamten privaten Netzwerkes abgreifen dürfen. Das heißt, der BND kann jetzt endlich tatsächlich die kompletten Daten in Frankfurt sozusagen, die sie schon vor vielen, vielen Jahren haben wollten, das können sie jetzt abgreifen. Als ich Politiker danach gefragt habe, sieht es nicht so aus, als wäre das eine sehr drastische Ausweitung der Kompetenzen des BND. Ja, sagte er, ach, macht euch keine Sorgen, die haben gar nicht genug Hardware und Geld, um das zu tun, was ihnen vom Gesetz her jetzt erlaubt ist. Was sind die offiziellen Ziele des BNDs eigentlich, was er eigentlich machen sollte? Wir haben ja immer diesen Eindruck davon, dass er sich um Terror kümmert, dass er gegen Terroristen vorgeht. Ja, selbst wenn er Deutsche ausspioniert. Es gibt andere Sachen, zum Beispiel Geldwäsche, Drogenhandel. Und er verdächtigt auch Deutsche, dass sie auf illegale Art und Weise Flüchtlinge nach Deutschland bringen. Zum Beispiel die Organisation Sea-Watch. Der BND hat auch dafür gesorgt, dass ein Gesetz geändert wurde, dass er nicht nur nach Terroristen, sondern auch zum Beispiel nach Malware gucken darf. Er scannt jetzt also ganz offiziell Internetknotenpunkte gegen illegale Datenmanipulationen. Außerdem hat er das Ziel formuliert bekommen, die Handlungsfähigkeit Deutschlands zu erhalten, auch bezogen auf Außenpolitik. Und das heißt in einem Wort, er darf alles. Es geht also nicht nur um Terrorismus, es geht um politische Macht. Es geht um Frau Merkel, die im G20-Meeting sitzt und wissen möchte, was die Chinesen und all ihre anderen Partner so denken und wie die sich für dieses Meeting vorbereitet haben. Das ist das, wofür Geheimdienste da sind. Aber diese Grenzen, die wir jetzt sehen, da geht es nur um die Inhalte der Kommunikation. Bei Metadaten gibt es jetzt offiziell kein einziges Limit mehr. Der BND darf sich komplett die gesamten Metadaten holen und es ist auch legal, sie an Partner wie die DNSA weiterzugeben. Wir haben auch nicht nur ein neues BND-Gesetz, wir haben auch ein neues Geheimdienstüberwachungsgesetz, was auch nicht so besonders hilfreich ist. Es gibt jetzt dieses neue unabhängige Komitee, das allerdings von der Regierung eingesetzt wird. Und wir haben erfahren, dass die den BND nicht so besonders effektiv kontrollieren. Sie sind dieses Komitee hat auch noch andere Probleme, nämlich ein Push-Pull-Problem. Wenn der Direktor des Geheimdienstes dort sitzt, dann können die Parlamentarier jede Frage stellen, aber sie wissen gar nicht genau, was sollen sie fragen, was sind eigentlich diese geheimen Dinge. Es ist also nicht so, dass der Geheimdienst hingeht und erzählt, das und das machen wir. Wir haben Leute von BND, die gesagt haben, Mensch, ich hatte immer eine Liste dabei von Sachen, über die ich erlaubt war, die mir erlaubt waren zu sagen, aber es hat ja keiner gefragt. Und für uns sieht es so aus, dass diese Reformen schwierig sind. Es ist aber auch so, dass Experten in Anhörungen im Parlament sagen, wir haben hier noch einen 1-Minuten-Clip der Experten, was sie im Parlament gesagt haben. Ich halte diese Grundthese, auf der der ganze Entwurf beruht, für falsch und deswegen auch den Entwurf in seiner Gesamtheit für verfassungswidrig. Am selben Zugriff werden G10-Daten und Ausland-Ausland-Daten erfasst. Dieselbe Technik, es ist ein Gerät, erfasst diese Daten. Dieselben Mitarbeiter arbeiten daran und es ist dieselbe Abteilung. Ich würde die Reform an Ihrer Stelle so nicht verabschieden, weil die Kontrolle des BND darin zu schwach ausfällt. Die Gefahr besteht, dass der BND weiterhin ein Eigenleben führt und Fehler mit erheblichen diplomatischen und strategischen Flurschaden passieren können. Die materiellen und verfahrensrechtlichen Schutzstandards sind im Vergleich zu G10 erheblich abgesenkt. Fünftens, die Regelung ist systematisch unglücklich. Die Regelung ist handwerklich nicht wirklich gut. Das ist in meinen Augen verfassungsprozessualer Suizid.
Beide dieser Gesetze sind verabschiedet und sie treten nächste Woche in Kraft. Andere Konsequenzen für den BND sind auch, sie bekommen mehr Geld und mehr Ressourcen. Wir haben erst letztes Jahr enthüllt, nach dem Untersuchungsausschuss, dass der BND 300 Millionen Euro mehr bekommt für sein neues Projekt Strategische Initiative Technik, wo die Kabel weiter hochgefahren werden, wo neue Tools für Metadatenanalyse und neue Tools für Hacking finanziert werden. Es gibt neue, lustige Operationen, wofür sie mehr Geld bekommen. 150 Millionen für Aniski. Das sind, mit denen sie Messenger-Dienste, die verschlüsselt Daten verschicken, überwachen. Und eigentlich wollen wir alle überwachen. Aktuell können wir nur zwei überwachen, die verschlüsselte Daten verschicken. Und wir wollen eben eigentlich alles haben. Und wir wollen vor allem Zugriff auf Zertifikate und Schlüssel haben. Und wieder mal, jeder Skandal der Spionage resultiert in mehr Gewalt und mehr Kraft und mehr Power für die Geheimdienste. Was tun wir also jetzt? Was sollen wir tun? Wir müssen aktiv werden. Wir müssen anfangen, in Schulen zu unterrichten, dass ich als Bürger darüber informiert werden muss. Ich muss erfahren, was passiert, weil sonst kann ich auch nicht zustimmen oder ablehnen, was dort eigentlich passiert. Wir müssen verstehen und wir müssen ein öffentliches Verständnis dafür schaffen, dass das, was der BND und andere Sicherheitsdienste tun, Gesetze bricht, dass es illegal ist, dass es meine eigene Privatsphäre beschränkt und eingreift und dass es gesetzlich einfach illegal ist und dass es nicht ausgeschaltet wird, was dort passiert und warum tut da eigentlich niemand was? Und weil das offensichtlich leider nicht passiert, müssen wir uns andere Dinge und Wege überlegen und ein Weg, den wir gehen können, ist, dass wir mehr verklagen und ich möchte mehr verklagen. Ich finde, das ist der Weg, den wir gehen sollten. Es gibt die Opposition, die in Karlsruhe klagt, weil sie Snowden als Zeuge hören wollen. In Frankfurt verklagt GitHub, dass sie Daten an den BND weitergeben sollen. Und sobald das neue BND-Gesetz verabschiedet ist und in Kraft tritt, ist es im Grunde genommen kaum was, was man dagegen noch tun kann. Unsere Freunde von Reporter ohne Grenzen verklagen den Staat für Überwachung von Journalisten und andere Menschen von Relevanz, weil sie Grundgesetze brechen. Und eine Entscheidung hier steht noch aus. Amnesty klagt auf Artikel 10. Und auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte klagt gegen das neue BND-Gesetz. Und es gibt natürlich auch andere Dinge, die wir tun können, anstatt zu klagen. Und was wir tun, ist, die Öffentlichkeit zu informieren. Und das nennt sich Journalismus. Und noch nicht alle sind glücklich mit dem, was wir tun. Wir haben so ein paar Probleme gehabt mit den öffentlichen Institutionen, mit der Regierung. Aber uns ist das wichtig und wir versuchen da unser Bestes zu tun, was in eurem Namen und mit euren Steuergeldern getan wird. Und es geht auch darum, kreativ zu werden. Also, was kann ich eigentlich tun? Was kann ich am besten machen? Wie kann ich mein Können einsetzen gegen Geheimdienste? Es geht darum, zu zeigen, was Geheimdienste tun, zu verstehen, zu interpretieren. Und ich meine, in diesem Raum, in diesem Gebäude sind so viele Menschen mit technischen Fähigkeiten, zu zeigen, was Geheimdienste tun und erklären und informieren, ob das Freunde, Familie, Politiker sind. Wenn ihr was wisst, informiert alle um euch herum. Erklärt ihnen, nehmt euch die Zeit und erklärt ihnen, was dort passiert. Wir sind bei einer Hacker-Konferenz und natürlich
wissen wir alle, wie wir Technologien einsetzen, um Selbstverteidigung zu praktizieren. Aber wir müssen mehr tun. Wir müssen die legale Grundlage ändern, dass wir eigentlich nicht unsere fundamentalen Grundrechte mit technologischen Hilfsmitteln schützen müssen, also dass wir dazu gezwungen sind, das so zu tun. Wir machen das jetzt seit ein paar Jahren. Das ist irgendwie einer der zentralen Punkte, warum es den CCC gibt. Aber es gibt auch ein Konzept wie direkte Aktion, die auf Basis der Wahlentscheidung, also der Wahlentscheidung in den USA natürlich im letzten Jahr wahrscheinlich noch viel weiter voranschreiten werden. Und ich meine, die NSA hat Server, die auf deutschem Grund funktionieren. Wir wollen einfach mehr Dokumente sehen. Wenn ihr was habt, schickt sie uns. Das war's von uns. Danke an euch. Und jetzt wechseln wir rüber zum. Hier ist der QR-Code. Und jetzt gehen wir ins Publikum für Fragen und Antwort. Bitte bleibt noch sitzen und ich sage an, wir beziehen um 5 Minuten. So, kommt zu mir rüber. Right here in the middle. Einfach hier in der Mitte. Like the cross. Anstatt dass jetzt Fragen aus dem Publikum gefragt werden, wir haben nicht genug Fragen. Wen würdet ihr eigentlich gerne mal fragen? Also wir haben das eine Problem, wir haben den Zeugen, der nicht ins Komitee gekommen ist, und wir würden gerne dem Fragen stellen, weil wir ihm Fragen stellen müssen, weil er ist der Zeuge Nummer 1, der das hier alles angefangen hat. Deswegen müssen wir fragen, was glaubst du, was in Deutschland passiert nach diesen ganzen Committee-Things, die ganzen Sachen, die im Untersuchungsausschuss rausgekommen sind. Was denkst du darüber? Ich kann es kaum hören, was ihr sagt. Leute, steht auf, gebt ihm stehende Ovationen. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich danke euch sehr. Das ist CCC. Ihr wisst, es ist immer schwierig mit der Zeit. Also, lasst uns drüber sprechen. Ganz schnell. Und vielen, vielen Dank nochmal. Das ist, glaube ich, das wärmste Willkommen, was ich jemals bekommen habe. Die Hauptfrage, die Leute stellen, ist erstmal, warum wurde ich nicht eingeladen nach Deutschland, um darüber zu sprechen? Und ich glaube, das liegt daran, dass die Wahrheit manchmal sehr unbequem ist. Und wenn wir uns anschauen, worüber wir gesprochen haben, was wir sehen als Antwort darauf, eine ganze Menge Dinge werden dadurch klar, die nie so richtig klar ausgesprochen werden, die man also in einer Zeitung liest oder in einem Magazin. Manchmal sprechen die Handlungen lauter als die Worte von Menschen. Und das ist das, wenn wir sehen dann, da wird eine Geschichte erzählt seit 2013 in Land für Land. Es geht hier gar nicht um Nationalismus, es geht um jeden. Selbst in den USA, selbst in Deutschland, selbst im Vereinigten Königreich. Ich bin großzügig hier. Wir reden über sehr, sehr liberale Gesellschaften. Das ist das, worüber wir sprechen. Wir sehen immer wieder Beweise, dass diese Massenüberwachung, diese unterscheidungslose Sammlung von Daten, die also die 6 Internetknotenpunkte abhört, dass die tatsächlich nicht effektiv sind, um Terrorismus aufzuhalten. Und trotzdem sehen wir immer mehr politische Unterstützung dafür, dass immer mehr finanzielle Unterstützung noch da ist. Warum ist das so? Und ich denke, die Antwort, dass die ziemlich klar ist. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid anstelle dieser Politiker. Warum
warum sollten die es sich mit den USA, mit dem Vereinigten Königreich verscherzen? Warum sollten die sich internationale Beziehungen verscherzen, wo man einfach so seine kleinen Karten austauscht? Wir sagen, okay, wir teilen vielleicht nicht die deutschen Informationen mit euch, aber die von allen anderen, die mit in Deutschland irgendwas machen. Und das ist die absolute Basis, nicht nur hinter Massenüberwachung, sondern auch hinter gezielter Überwachung. Es geht nicht um Terrorismus, weil dafür ist es nicht effektiv. Es geht auch nicht um Sicherheit. Es geht um Macht. Überwachung, es geht um Kontrolle. Es geht darum, die Möglichkeit zu haben, verwundbare Punkte zu sehen in jedem Leben. Und wir wollen Regierungen, dass sie natürlich ernsthafte Verbrechen aufklären wollen. Gut, ich kann nicht für jeden sprechen hier auf dem CCC. Aber wisst ihr, wenn es wirklich jemand Bösen da draußen gibt, dann brauchen wir einen Strafbefehl mit diesem Namen drauf und sagen, okay, den schauen wir uns jetzt genau an. Genau, jetzt gehen wir richtig in ihr Haus rein. Ja, wir haben einen Gerichtsbeschluss, dass das legal ist. Lass uns das Leben dieser Person angucken. Aber das hier, was wir sehen, wo jeder jederzeit überwacht wird, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Deutschland jetzt wirklich auf der Bühne der Geschichte steht. Denn das ist das einzige Land mit einem Untersuchungsausschuss. Und leider sehen wir, dass die aus einer Position entweder der Angst agieren, wo sie halt Angst haben, dass sie international an Popularität einbüßen, oder aus Gefallen, man möchte einen Freund nicht vor den Kopf stoßen. Okay, niemand möchte seinen Freund ans Bein pinkeln. Aber man muss sehen, dass es hier echt größere Konsequenzen gibt. China hat gerade eine ziemlich harte Überwachung eingerichtet. Als sie gefragt wurden, warum können sie das machen, sie hatten ja auch Technologieunternehmen, die ihnen geholfen haben, haben sie gesagt, nun, das ist, was jedes westliche Land macht. Warum sollen wir das nicht machen? Russland hat gerade ein noch viel schlimmeres Überwachungsgesetz erlassen. Grauenhaft. Sie nennen es in Russland das Big Brother Law. Und das sollte in keinem Land der Welt erlassen werden. Und das ist genau dasselbe. Es geht darum, mitzuhalten. Ich meine, gut, sie haben es vielleicht sowieso gemacht, aber der Fakt ist, wir sind jetzt, dass wir sagen, das ist in Ordnung. Es geht uns jetzt gar nicht mehr um Menschenrechte, um individuelle Rechte. Wir sind kaum an den Rechten, an den Menschen mit unseren Pässen in unserem Land interessiert. Aber das Leben der Menschen, das ist kein Teamsport, wo man sagt, okay, welche Farbe hat dein Trikot? Selbst in den USA sagen sie, oh, okay, diese Person, die sollte tatsächlich nicht vom Recht geschützt sein. Ich habe Neuigkeiten für euch. Wir haben die internationale Erklärung der Menschenrechte unterschrieben. Wir haben internationale Verträge unterschrieben. Und wir haben auch noch ein Verfassungsgerichtshof. Und unsere Verpflichtungen sind im Grunde Verfassungsverpflichtungen. Ja, natürlich, ich meine, Ausländer haben natürlich auch, genießen einen Verfassungsschutz. Wir muss ich es anschauen, wir haben ein ganzes Netzwerk an Verpflichtungen und Rechten. Das passiert nicht nur in China und Russland. Ja, wir finden die immer ein bisschen verdächtig. Wir denken immer, da kann alles Mögliche passieren. Aber es passiert in Deutschland, es passiert im Vereinigten Königreich, es passiert in den USA, es passiert in Kanada. Nicht 2013, es passiert jetzt. Das hier ist von Ende Oktober diesen Jahres. Und es zieht sich durch bis zum Anfang November, wo ein Journalist und eine ganze Menge andere Journalisten in Montreal abgehört wurden. Genau genommen wurden ihre Telefone per GPS verfolgt. Sie wurden verfolgt, nicht weil sie in irgendeinem Verbrechen verwickelt sein sollten, sondern weil es dem Polizeidepartement dort peinlich war, was dort veröffentlicht wurde. Also haben sie versucht,
die Journalisten zu verfolgen, um auf ihre Quellen hinzukommen. Und plötzlich sagte dann ihr Geheimsam, oh, die Leute reagieren ziemlich schlecht darauf. Vielleicht sollten wir sagen, ja, wir machen genau dasselbe einfach. Und dann sagte der kanadische Geheimdienst, ja, wir geben da einfach einen Report raus und dann könnt ihr das damit rechtfertigen. Und die traurigen Neuigkeiten sind, in diesem Dezember haben sie gesagt, nee, wir nehmen das zurück, wir können euch das nicht sagen, es ist ein Staatsgeheimnis. Und wenn wir in diesem Paradigma reinkommen, dann könnten wir gar keine Geheimnisse mehr behalten. Das Problem, meine Damen und Herren, damit ist, Geheimnisse der, wenn Regierungen Geheimnisse haben, ist das schlechtes Regieren. Man kann nicht alles komplett hinter geschlossenen Türen halten. Das geht in einer Demokratie nicht, wenn es nicht in der Kontrolle unterliegt. Wir können versuchen, das zu umgehen. Wir können Untersuchungsausschüsse einsetzen. Das bleibt aber das Problem. Wir sehen immer und immer wieder, dass diese Paralyse, dieser absolute Schockstarre, dass durch diese ganz natürlichen menschlichen Eigenschaften von Angst oder dass man jemandem einen Gefallen tun möchte, wo man sagt, ach Mensch, schaut, was passiert, wenn wir sagen, wir haben das Gesetz gebrochen. Nun, ja, vielleicht verlieren wir Macht. Vielleicht verlieren wir Reichweite, vielleicht verlieren wir auch Prestige. Wir könnten Popularität und Karrieren einbüßen. Aber schließlich, in einer Demokratie, ob wir es mögen oder nicht, besonders in den letzten Tagen, sieht es so aus, als ob eine Menge der Regierungen sich einfach auf so einen Popularitätswettbewerb einlassen. Und in den USA, wo wir gerade den größten Unpopularitätswettbewerb in der Geschichte hatten, es reicht nicht, nur über die Probleme zu reden. Es reicht nicht, über den Untersuchungsausschuss zu reden, der dann einfach sagt, ah, wir können mit denen nicht reden, das ärgert dann die USA. Wenn wir das machen, was wir sagen, ist, dann sagen wir im Grunde, Prinzipien sind nicht wichtig, Rechte sind nicht wichtig, unsere Werte, unser Glauben ist nicht wichtig. Und wenn das der Fall ist, ja, warum spielen wir denn dieses Spiel überhaupt? Und wenn das der Fall ist, diese gesamten Einschränkungen, die dort in diesem Sozialvertrag zwischen den Regierten und den Regierenden stehen, wir machen es ordentlich und dafür habt ihr uns ja gewählt. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, heißt das, okay, wir müssen darüber nachdenken, was können wir direkt tun? Gut, jeder, der in diesem Raum ist, ist aus einem Grund hier. Jeder hat Dinge, an die er glaubt und Dinge, die er lernen möchte. Und wir haben eine ganze Menge herausgefunden in den letzten Jahren. Und vielleicht das Allerwichtigste, worum es geht, und ich glaube, wir müssen darüber alle nachdenken, ist, was können wir tun? Wir sind Hacker. Wenn wir ein Problem sehen, Massenüberwachung ist da draußen. Wir haben gleich jemanden sehr, sehr schlauen, der darüber sprechen wird im nächsten Talk, über gezieltes Hacking. Aber Massenüberwachung, das ist das, wo ich aufgebrochen bin, um das die Leute wissen zu lassen. Aber die Sache ist, ich kann euch nur sagen, was los ist. Wenn wir das Internet sicherer machen wollen, wenn wir unsere Gesellschaft mehr offener machen wollen, wenn wir wollen, dass die nach uns kommen, die selben Rechte haben, für die Leute auch gestorben sind, dann müssen wir etwas tun. Vielleicht Code schreiben, vielleicht ein Werkzeug machen, vielleicht einen neuen Dienst anbieten oder vielleicht einfach anerkennen, dass man manchmal Nein sagen muss, anders wählen muss. Aber man muss etwas tun. Es reicht nicht, an etwas zu glauben, meine Damen und Herren. Wenn wir wollen, dass sich was ändert, dann müssen wir für etwas aufstehen. Vielen Dank.
That's so awesome how you work. Das war so wunderbar, wie er war, wie alles gerade war. Anna wollte auch noch was sagen, jetzt am Ende. Ein kleines letztes Ding, weil wir jetzt keine Zeit mehr hatten für Fragen, wollen wir euch die Option geben, mit uns zu reden, Fragen zu stellen, uns auszutauschen. Also, wenn ihr zur Sektion 9 kommt um 8 heute Abend, da sind wir und freuen uns, mit euch ein Bier zu teilen. Das ist die Bar im dritten Stock, ganz weit bei Richtung rechts. Danke an Anna und André und an Edward Snowden. Einen großen Applaus für alle drei. Vielen Dank an euch, dass ihr uns zugehört habt. Und das war...